aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel. Im Mittelpunkt der heutigen Ausgabe von Aufgemuckt steht das Thema Korrepetition, beziehungsweise ganz speziell das Thema Instrumentalkorrepetition. Jenes Fach, das Denise Bender an der MUK, der Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien, unterrichtet. Denise Bender ist meine Gesprächspartnerin in dieser Sendung und mit ihr kamen zwei Absolventen des Masterstudiums Instrumentalkorrepetition, Irene Selelio, die wiederum schon an der MUK unterrichtet, und Gaku Sugibayash. Also, ich unterrichte an der MUK den Master Instrumentalkorrepetition und da haben die zwei bei mir genau dieses Fach studiert. Also ich bin selbst Korrepetitorin und ich habe eben bei Professor Bender dieses Masterstudium gemacht und danach hatte ich das Glück, gleich danach war eine freie Stelle an der MUK und ich habe damals die Hearings bestanden und jetzt arbeite ich schon seit 5 Jahren da. Also ich bin auch an der Streicher- und auch an der Bläserabteilung. Ich arbeite mit Posaunisten, Saxophonisten und Bratschisten von der Streicherabteilung. Ich bin in Brasilien geboren, ich bin dann in die Schweiz gezogen, dann nach Österreich und arbeite auch in Deutschland, aber ich bin österreichische Staatsbürgerin. So. Ich bin in der Ukraine geboren, aber in Ungarn aufgewachsen, also seit dem 6. Lebensjahr habe ich in Ungarn gewohnt, gelebt und seit 6 Jahren lebe ich in Österreich, in Wien. Und ich komme aus Japan, einfach 100%. Interessant finde ich, dass ja die Korrepetition eingegliedert ist bei Ihnen. Komposition und? Dirigieren. Noch sind wir dort im Studiengang 1. Das wird sich ändern. Und es gibt ja 3 Masterstudiengänge, und zwar Instrumentalkorrepetition, Liedkorrepetition und Opernkorrepetition. Wobei Gaku zum Beispiel einer ist, der zuerst Liedkorrepetition studiert hat, genau, und danach Instrumentalkorrepetition. Also er hat 2 Korrepetition-Master-Abschlüsse. Wir werden einfach wandern zum Studiengang Tasteninstrumente. Also das war dort angesiedelt, es hatte eine Vorgeschichte und es wird jetzt zu den Tasteninstrumenten rüberwandern. Sagt die Pianistin und MUK-Professorin Denise Bender. Warum hat sie sich für den Weg der Korrepetition entschieden? Eine Frage, die ich natürlich auch Irene Selelio und Gaku Sugibayash stelle. Zuerst einmal ist man Musiker, dann ist man Pianist. Und was man mit dem Klavier alles anstellen kann, das ist sehr breit gefächert. Und natürlich spielen wir alle, die wir hier sitzen, Solo. Wir machen alle Kammermusik und wir korrepetieren alle, wenn sie so wollen. Ich habe zum Beispiel habe ich mir überlegt, bevor ich herkam, wann war denn das erste Mal, dass ich korrepetiert habe. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich war so 4 Jahre alt. Da habe ich meine Schwester, die 2 Jahre älter ist als ich, bei einer Fernsehsendung korrepetiert. Ich habe also ein kleines Stück begleitet, als ich ganz klein war. Und das ist eigentlich bei fast allen Pianisten der Fall, dass sie eben breit denken, so ist das Instrument konzipiert. Die das nicht machen, die verpassen was, sag ich mal. Also ich bin ähnlich zu Denise in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Also bei uns war auch irgendwie von Anfang an, auch aus praktischen Gründen, habe ich mit meiner Schwester gespielt oder mit meinem Vater, er ist selbst Klarinettist und meine Schwester ist Saxophonistin und die Mama ist Pianistin. Also wir haben uns einfach aufgeteilt, wer mit wem spielt. Und das sind halt die ersten Erlebnisse und das ist wunderschön, wenn man Kammermusik spielt. Und später habe ich auch sehr oft einfach beim Üben, wenn ich nicht mehr üben wollte, vom Blatt gelesen. Und auch diese Seite gefällt mir, dass man halt viele Sachen schnell lernen muss. Das ist ein bisschen ein anderer Weg als bei einem Konzertpianisten, der dasselbe Programm zu 120%iger Sicherheit vorbereiten muss, aber das monatelang erarbeitet. Und also Kammermusik war immer an der ersten Stelle eigentlich bei mir. Der Kunde bei Ihnen? Naja, eigentlich meine Mutter ist die Sängerin und
Also seit meiner Kindheit habe ich ganz oft sie begleitet und ich fand, das ist sehr Spaß, viel Spaß zu mir gemacht. Und ja, einfach weiter so diese eigene Welt, also mit jemandem, anderen Instrumentalistinnen und Sängerinnen. Also diese Zusammenarbeit ist doch wichtig für mich.
Eine Live-Aufnahme vom 28. Juni 2017, Muck-Podium. Die Geigerin Hiroka Matsumoto und Pianist Gaku Sugibayashi mit dem Beginn von Edward Griegs Sonate Nummer 2 in G-Dur Opus 13 für Violine und Klavier. Hiroka und Gaku traten als Duo Hoffnung auf. Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom heute zum Thema Instrumentalkorrepetition. Wir schließen mit einer Aufnahme an, die die Pianistin und Korrepetitorin Irene Silelio mitgebracht hat. Ihr Kammermusikpartner ist der Saxophonist Gerald Breinfalk. Der erste Satz aus der Sonate für Altsaxophon und Klavier von Edison Denisov. Gerald Breinfalk und Irene Silelio haben musiziert, gemeinsam das Duonarchie, gleichzeitig ein Ausschnitt aus der gemeinsamen CD Art of Duo, erschienen bei Collegno. Diese Denisov-Sonate ist musikalischer Alltag für die Korrepetitorin Irene Silelio. Sie ist zu Gast in dieser Sendung, gemeinsam mit ihrer Professorin Denise Bender, bei der sie ihr Masterstudium Instrumentalkorrepetition an der MUC absolviert hat, ebenso wie Gaku Sugibayashi. Wobei man etwas schon dazu sagen muss, Irene ist ja immer sehr, sehr, sehr bescheiden, aber das Saxophon-Klavierrepertoire ist unglaublich schwer. Unglaublich schwer. Das ist eine echte Herausforderung. Und dass sie diese zwei Stellen auch bekommen hat, das spricht ja ganz für sie. Und dass sie dieses Repertoire auch in dieser Qualität spielt, das ist ja nicht so ohne. Und ich finde die Kombination aus den Stücken von Gaku und von Irene auch so spannend, weil sie wieder so entgegengesetzt sind. Also das ist schon bewusst so gewählt, um auch diese große Bandbreite an Repertoire zu zeigen. Also all das, was auf Korrepetitoren, auf Kammermusik, auf Pianisten zukommt, das ist ja enorm. Also man hat einerseits dieses Repertoire aus dem 20. und 21. Jahrhundert, andererseits das romantische, das klassische Repertoire, also es ist wirklich viel. Es ist wirklich viel, das es zu bewältigen gibt beim Masterstudium Instrumentalkorrepetition. Wie baut Denise Bender ihren Unterricht auf? Wie versucht sie, diese große Vielfalt ihren Studierenden zu vermitteln? Also ich sage mal, am Anfang des Studiums sage ich ein bisschen mehr, was sein soll. Und nachher sollen meine Studierende selbstständig werden. Denn letzten Endes sollen sie ja korrepetieren, sie sollen begleiten, sie sollen die Ideen haben. Und dann gibt es auch noch den kammermusikalischen Aspekt. Also ich sage mal, zuerst gibt es gibt zwei Seiten. Das interaktive kammermusikalische Musizieren und dann die selbstständige anleitende Probenarbeit. Und beides muss geübt werden. Das heißt, am Anfang gebe ich schon mal den Ton an und ich sage auch vom Repertoire her, also zum Beispiel am Anfang müssen alle bei mir die klassischen Probespielkonzerte machen, weil das so eine sehr gesunde Basis bildet. Und ich glaube, es ist selber später, wenn man unterrichtet, sieht man, wie wichtig das ist, dass man das gemacht hat. Und dann kommt das übrige Repertoire dran. Wobei es wichtig ist, dass man viele Epochen abdeckt, dass man mit vielen ganz verschiedenen Instrumenten spielt. Also es ist neben dem Hauptfachunterricht gibt es ein ganz, ganz wichtiges Fach, das heißt Praktikum Klassenchorrepetition. Und das ist ganz, ganz spannend und sehr essentiell für die spätere Arbeit als Korrepetitor, dass man nämlich die Erfahrung sammelt mit den verschiedenen Hauptfachlehrern, also zum Beispiel ein Saxophonlehrer, ein Violinlehrer, ein Querflötenlehrer, zusammenzuarbeiten, in der Klasse zu spielen, mit den verschiedenen Menschentypen sich auseinanderzusetzen, mit dem Repertoire, das so verschieden ist. Und ja, also es gibt sehr viel zu tun. Und wenn nun Irene Silelio und Gaku Sugibayashi an den Unterricht bei Denise Bender zurückdenken? Also zuerst mal habe ich wahrscheinlich zum ersten Mal so von der Lehrenden Seite Verständnis gefunden für das, was ich machen möchte.
weil natürlich davor war ich im Konzertfachausbildung und da war schon mal wichtiger, die bestimmte Chopin-Etüden richtig auszuüben, als jetzt die Freunde in den Diplomprüfungen zu begleiten, was ich aber doch gemacht habe. Und zum ersten Mal habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt bin ich an der richtigen Stelle und ich werde unterstützt daran. Sehr viel über Musik natürlich, aber auch, was ich am schwersten finde oder halt noch immer eine Aufgabe ist, weil ich nur seit 5 Jahren arbeite, bei der Probenarbeit, wie man tatsächlich also auf jede einzelne Person eingeht, weil man kann ja ein didaktisches Konzept im Kopf haben als Leitlinie, aber jede Person, jeder Student ist anders. Und wie man diese Zugänge findet, außer jetzt, dass man das Stück perfekt spielen kann und vorbereitet ist und das ruhig unterrichten kann, aber auch diese psychologische Seite, wie man den Studenten helfen kann, tatsächlich als Pianist. Das war der Kern, glaube ich, was sehr wichtig war. Ja, also Frau Bender war eigentlich für mich so nicht nur musikalisch, sondern auch der menschlich auch geprägt. Das heißt also zum Beispiel, ich zeige eine Geschichte. Vor 2 Jahren gründete ich ein Duo mit meiner Geigerpartnerin und manchmal fand ich eine Schwierigkeit mit der Duo-Beziehung und sie steht immer zur Verfügung zur Hilfe und Beratung und das hat mir viel, viel geholfen und ich bin sehr dankbar. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass das ganze Leben Psychologie ist. Also insofern ist es bei mir, gibt es da nicht so eine Trennung. Überhaupt ist glaube ich, bei Pädagogen so, dass sie die Dinge nicht so haarscharf einteilen. Psychologie spielt eine riesige Rolle, auf jeden Fall. Das weiß jeder, der ein gewisses Alter erreicht hat, auf jeden Fall. Und Pädagogen wollen ja helfen, hoffentlich. Und deswegen müssen sie auch was von Psychologie verstehen, ja. Thank you.
Das waren nun wieder Saxophonist Gerald Breinfalk und die Pianistin Irene Seleliu. Dieses Mal Musik von Bernhard Lang, Loops for Gary, eine Komposition für Gerald Breinfalk geschrieben. Der Beginn des sechsten Satzes, Dream Theme Mannheim. Zwei Punkte haben wir noch nicht besprochen in dieser Aufgemuckt-Sendung rund um das Thema Instrumentalkorrepetition. Einerseits, wie Denise Bender und ihren Absolventen der Begriff Begleiten an sich gefällt. Und sprechen möchte ich natürlich auch noch über die große Herausforderung des Klavierauszugs. Es sind ja ganz andere Herausforderungen. Wenn man einen Klavierauszug spielt, muss man zuerst einmal wissen, wie das Orchester klingt. Und dann, das ist das, was ich sofort allen sage, die mit einem Klavierauszug daherkommen, jetzt müssen nicht alle Noten gespielt werden, aber es muss so werden, oder fast so werden wie das Orchester. Und deswegen nehmen wir zum Beispiel gleich mehrere Ausgaben, schauen uns das an, vergleichen das. Es ist nicht immer die blaue Ausgabe die beste, die Hände, meine ich damit. Auch die Partitur, und wir hören uns das im Unterricht auch einfach an, so wie das klingt, und wir versuchen eine Fassung zu finden, die pianistisch ist, aber auch orchestral klingt. Also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gehört zur Horizonterweiterung dazu, gehört, würde ich sagen, zum Musikerdasein. Ganz einfach, dass man weiß, wie man das Klavier zum Klingen bringt, sodass es wie ein Orchester klingt, beziehungsweise ich würde fast sagen, wenn man Klavier studiert und man hört so oft, ja, das hier ist die Oboe und das hier ist die Flöte und das hier könnte in einer Mozart-Sonate, könnte ja ein Fagott sein, hier dieser Bass. Und da ist es tatsächlich so, da ist es tatsächlich die Flöte und das ein Fagott spielt und man muss, das, da hat man ganz klar ein Beispiel, wie es wirklich klingen soll und nicht nur theoretisch. Und dann ist es auch so, dass man alle diese Werke bei Klassenarbeiten, bei Prüfungen, bei Übungsprobe spielen, bei Auswahlspielen, Wettbewerb und so weiter braucht als Korrepetitor. Man spielt hier ein Mozart-Konzert hunderte, tausende Male und das Ganze soll man möglichst lange lieben und deswegen ist dieses farbige Spiel unabdingbar mit dem Korrepetitionsstudium verbunden, dieses Suchen nach Farben, Vielfalt, das, was vielleicht Musik ohnehin ausmacht. Uno und Gaku Sugibayash am 17. Jänner 2018 im Salon Brahms mit Claude Debussys Sonate für Violoncello und Klavier. Das Teilen, ich glaube, es geht darum, es geht nicht nur um das Begleiten, sondern um das Teilen. Und wie das jetzt genau geschieht, das schreibt uns der Komponist oder die Komponistin vor. Und das Wort Begleiten, das ist auch ein schönes Wort. Also begleiten heißt ja mitgehen. Also da muss man wirklich alles mitbekommen, was der andere oder die andere macht. Ich persönlich habe kein Problem damit. Ich finde das eine schöne Sache. Ich glaube, am wichtigsten ist sowieso dann letztendlich, dass die Partner, die miteinander spielen, auf selber Augenhöhe sozusagen die Musik machen und dann, also macht man keine
Gedanken über Worte oder grammatische Ausdrücke oder so. Das oder Hierarchien. Es ja. geht ja, ja dann immer wieder um irgendwelche Hierarchien, die vielleicht nicht so ganz dem Text entsprechen. Also wir sprechen da so oft über Urtext, man muss ja alles so genau nehmen, da sollte man die Partitur tatsächlich so analysieren und schauen, wie da das schön aufgeteilt ist. Es ist ein bisschen wie bei einem Theaterstück, es gibt ja verschiedene Rollen und die wechseln sich ab. Mal gibt man einen Kommentar ab, mal ist man, hat man die Hauptrolle, mal tritt man wieder zurück und so ist es in der Musik ja auch. Sagt abschließend Denise Bender. Sie unterrichtet an der MUG Instrumentalkorrepetition. Neben Denise Bender hörten Sie in der heutigen Sendung Irene Seleljo und Gaku Sugibayash. Beide haben das Masterstudium Instrumentalkorrepetition bei Denise Bender abgeschlossen. Sind Sie neugierig geworden? Beim Tag der offenen Tür am Donnerstag, den 11. Oktober, wird es auch einen offenen Korrepetitionsunterricht geben. Der Tag der offenen Tür an der MUG am Donnerstag, den 11. Oktober bei freiem Eintritt von 12 bis 18 Uhr. Die Pforten werden geöffnet an den Standorten in der Johannesgasse 4a und der Bräuner Straße 5. Danke fürs Dabeisein, sagt an dieser Stelle Marion Eigel. Aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel.